Ja, meine Leute, was geht? Willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es mal um verschiedenste Gründe, weshalb man sich nicht in Fortnite verbessert. Denn viele von euch haben mir das in die Kommentare geschrieben und deswegen dachte ich, okay, ich setze es direkt um und mache dazu ein Video. Falls ihr diese Art von Videos feiert, dann würde es mich sehr supporten, falls ihr ein Like auf diesem Video droppen würdet und im Itemshop meinen Creator-Code ALVIVB eintragen würdet. Es ist egal, ob man das groß oder klein schreibt. Es geht nur darum, ihn einzutragen. Das nächste Mal, dass ihr Fortnite startet, supportet mich extrem. Wir haben inzwischen 70 Unterstützer. Vielleicht kommen wir bis zu Weihnachten an die 100 ran. Wäre natürlich mega. Kurz annehmen und dann kann man auch direkt schon losspielen. Aber jetzt würde ich sagen, wir fangen direkt mit dem ersten Tipp an. Und zwar bei dem ersten Tipp geht es um die effiziente Zeitnutzung. Nicht jeder hat gleich viel Zeit, Fortnite zu spielen. Pros natürlich etwas länger als Leute, die nicht professionell in der Fortnite-Szene tätig sind. Aber trotzdem kann es sein, dass Leute, die weniger Fortnite spielen und seine Zeit effizient nutzen, sprich wissen, in welchen Punkten sie sich verbessern müssen und dementsprechend keine Zeit wasten, schneller besser werden als Leute, die vielleicht 12 Stunden sogar am Tag spielen, aber halt nur Verbesserungspunkte abdecken, wo sie eigentlich schon ziemlich gut drin sind und es eigentlich nicht wirklich so sehr verbessern brauchen wie vielleicht andere. Und deswegen ist es so, dass viele Fortnite-Spieler sich nicht mal 5 Dinge vorsagen können, in denen sie schlecht sind. Sprich, in Dingen, in denen sie sich verbessern müssen. Das ist absolut nicht schlimm, Fehler zuzugeben und zu sagen, hey, vielleicht ist dieser Bereich noch etwas ausbaufähig für mich. Das ist nicht schlimm, das muss euch nicht peinlich sein. Es ist viel, viel besser, Schwächen zuzugeben und diese dann effizient zu trainieren. Weil wenn ihr Fortnite startet und wisst, hey, yo, ich muss in die Edit-Map reingehen, dann ist es doch viel besser zu sagen, eigentlich bin ich in allem ziemlich ausgeglichen. Ich bin ja nicht ganz gut, aber trotzdem verkacke ich sogar Arena-Endgames. Ja, dann ist es vielleicht gar nicht so dumm, Scrims zu spielen. Wenn ihr mich fragen würdet, hey Alvi, in welchen Dingen musst du dich verbessern? Dann müsste es eigentlich wie aus der Pistole geschossen kommen und ich müsste euch sofort 5 Dinge aufsagen können, in denen ich mich verbessern muss. Mir persönlich würden so Sachen wie Peace Control einfallen. Bezüglich Aiming, Pump-Aim, in dem Bereich bin ich ziemlich gut, das würde ich dann vielleicht nicht trainieren, sondern vielleicht eher AR-Aiming. Im Snipen bin ich auch gut, aber trotzdem habe ich das Gefühl, da fehlt vielleicht noch ein bisschen was, das könnte ich auch noch in meinen Trainingsplan mit aufnehmen. Und dann vielleicht den ein oder anderen Retake, weil jede Season bringt neue Baumethoden mit sich und irgendwann mal weiß jeder, wie der neueste Retake geht. Man muss einen neuen erfinden oder man muss einen neuen sich anschauen und aneignen, weil irgendwann mal bringt er nichts mehr. Das sind so jetzt, ich glaube, das waren 4 Dinge, in denen ich mich verbessern muss. Das ist schon mal ein guter Anfang. Und Leute, ich bin mir sicher, es gibt noch zig andere Punkte, in denen ich mich verbessern muss. Das sind nur die Sachen, die mir jetzt spontan eingefallen sind. Aber wenn ihr diesen Schritt schon schafft, dann seid ihr auf einem guten Weg. Weil viele Fortnite-Spieler haben keine Ahnung, in was sie sich verbessern müssen. Und ich sage euch eine Sache. Auch jeder Pro-Player weiß für sich persönlich, hey, dieser Bereich ist für mich noch ausbaufähig. Das verspreche ich euch. Der Tipp, den ich euch vielleicht gerade genannt habe, der mag sehr simpel scheinen. Aber no joke, Leute, das ist kein einfacher Punkt für jeden. Also ich mag euch jetzt mal ganz kurz ein Beispiel geben. Es gibt sehr viele Leute, die das Gefühl haben, yo, ich gewinne nicht mal eine Arena-Runde. Und deswegen spielen viele Fortnite-Spieler Scrims, um sich in Cup- oder Arena-ähnlichen Matchen sich zu verbessern. Das Problem ist nur, dass es in Scrims meistens darauf hinausläuft, weil je nach Regeln das Endgame dann auch sehr stacked sein wird. Aber vielleicht hat der Spieler das einfach noch nicht bemerkt und eigentlich ist es nicht das Endgame, was ihm Schwierigkeiten bereitet, sondern das Midgame. Und um im Midgame besser zu werden, dann droppt man eigentlich nach eurer Wahl, egal bei welchem Spot, das ist jetzt egal, ob es ein contesteter Spot ist oder halt nicht, aber dass man im Midgame, sobald man jemanden sieht, den auch fightet. Und das macht man im Arena und das funktioniert in der Arena auch am besten. Das heißt, chillt nicht auf euren Arena-Punkten, sondern wenn ihr schlecht seid, im Midgame fightet jeden Spieler, den ihr seht. Das ist das beste Training. Und damit werdet ihr auch nach kürzester Zeit ein viel besserer Fighter in der Arena. Und auch in den Cups werdet ihr mit Games viel, viel besser überleben. Und das nicht nur in Solos, sondern auch Duos und Trios. Ich weiß nicht, ob mir diese Überleitung geglückt ist, aber ich wollte jetzt direkt zu dem zweiten Tipp switchen. Und zwar geht es nämlich um das Fighten an sich in Fortnite. Wenn ihr darin nicht gut seid, und da passt jetzt auch eben das Beispiel dazu, dann geht sofort in Arena rein und egal ob im Early Game, im Mid Game oder im End Game, wenn ihr eine HP-Zahl habt, wo ihr seid, okay, komm, ich bin fit, ich habe ein bisschen Healing dabei, ich habe die Waffen, die ich brauche, dann fightet die Leute, geht in die Fights rein. Wenn ihr das Gefühl habt, hey, yo, okay, ich habe vielleicht nur eine graue Tag und ich habe kein Healing und ihr gebt den anderen einen Hit und ihr merkt schon, ey, yo, der hat Shield, dann ist das natürlich was anderes. Ich will euch mit diesem Tipp nur dazu bewegen, dass ihr lernt, etwas selbstbewusster in die Fights zu gehen und wenn ihr sagt, hey, yo, ich habe den Stuff, den ich brauche, dass ihr mit voller Überzeugung da reinstürmt, zeigt, was ihr drauf habt
und probiert den Gegner zu killen. Viele Spieler haben den besten Staff, warten bis Top 25. In diesem Video geht es nicht darum, mehr Arena-Punkte zu machen, sondern besser in Fortnite zu werden, indem man Fehler vermeidet. Und das ist ein sehr, sehr häufiger Fehler, dass Leute einfach nur Arena-Punkte sammeln wollen und nicht in die Fights reingehen. Das bringt euch nichts. Der nächste Tipp ist meiner Meinung nach sehr wichtig und der hat mir auch schon oftmals geholfen. Und zwar ist es nämlich die konstruktive Kritik von einem anderen Fortnite-Spieler. Es ist egal, ob es ein professioneller Fortnite-Spieler ist oder einfach ein Freund von euch. Wichtig ist es nur, dass der Freund vielleicht ein Ticken besser ist als ihr oder zumindest schon so viele Fortnite-Erfahrung hat, als dass ihr ihm zuhören könnt oder ihr zuhören könnt und dass ihr sagt, hey, yo, okay, was der sagt, das kann schon stimmen. Was mir passiert ist, ist, dass ein guter Kollege von mir, mit dem ich ab und zu Fortnite spiele, mir gesagt hat, hey, yo, du musst mal vielleicht ein paar Mal deine Beine ändern. Und das habe ich auch gemacht und no joke, es hat so viel besser funktioniert. Es kann sein, dass euer Kollege euch sagt, hey, yo, du hast schon ein paar Schwächen beim Meditieren oder hey, yo, du failst schon mal den ein oder anderen Triple Edit. Leute, dann wird es ja wohl was heißen. Dann probiert es umzusetzen und wenn der es sagt, und das ist euer Gegner ja in vielen 101s, oder vielleicht ist es sogar euer Duo-Mate und der sieht es, wenn er euch spaggt, dann wird es ja irgendwo schon seine Wahrheit haben. Wisst ihr, was ich meine? Und Leute, glaubt mir, wenn ihr euch einen Freund ranholt oder einen Pro, der euch solche Tipps gibt, das wird jemand sein, der euch auf alle Fälle weiterbringen möchte und der wird euch keinen Mist erzählen. Wichtig ist es nur dabei, dass ihr jetzt an der Stelle ein offenes Ohr habt und nicht stur seid und sowas komplett überhört. Das habe ich auch nicht gemacht am Anfang. Ich weiß, es fällt schwer und manche Sachen sind vielleicht etwas schwieriger am Anfang umzusetzen und man ist vielleicht die ein oder andere Woche dann damit beschäftigt, sich das anzueignen. Das Schlimmste ist eben, sowas wie Binds ändern habe ich gemacht, aber no joke, nach einer Woche war ich schon so viel besser als davor mit dem anderen Bind. Es war schon etwas länger her, aber es hat sich so gelohnt. Und sowas in der Art kann euch wirklich dazu verhelfen, um wirklich besser in Fortnite zu werden. Nach der konstruktiven Kritik würde ich gerne noch eine andere Sache ansprechen. Und zwar ist es nämlich der nächste Tipp, nämlich das Ausreden suchen. Viele Leute suchen dauerhaft Ausreden, nachdem sie gestorben sind und können gar nicht mal realisieren und haben auch keinen Bock, dann ihre Fights dann im Nachhinein zu analysieren, was sie denn wirklich falsch gemacht haben. Sehr, sehr häufig ist es so, jo, mein Internet ist schuld oder neue Maus, neue Tastatur, mein PC ist scheiße oder was auch immer. Probiert es mal komplett zu vergessen. Manchmal ist es wirklich so, dass das Internet irgendwie in dem Moment vielleicht ausgefallen ist oder dass es wirklich schwer ist, sich mit der neuen Maus einzuspielen. Das kommt vor. Das will ich gar nicht bestreiten. Aber oftmals ist es so, dass man sich selbst als den Pro-Player in Fortnite sieht und gar nicht wirklich einsehen will, dass man bestimmte Sachen vielleicht dann doch verbessern müsste mit manchen Edit- oder Aiming-Maps. Deswegen sehr, sehr wichtig und mein Appell an euch, hört auf, Ausreden zu suchen, damit kommt ihr nicht weiter, das bringt wirklich gar nichts. Stattdessen solltet ihr sofort in die Game-Analyse gehen und gucken, hey, was habe ich hier falsch gemacht? Wenn ihr im Duo oder im Trio seid, vielleicht es auch mit eurem Duo oder mit eurem Trio eben besprechen, um vielleicht zukünftige Situationen besser zu machen und aus den Fehlern zu lernen, die ihr gemacht habt. Der nächste Ratschlag, den ich für euch habe, ist der folgende. Und zwar solltet ihr euch Leute suchen, die ähnliche Ziele haben in dem Spiel wie ihr. Sprich Leute, die Lust haben, sich zu verbessern und weiterzukommen in Fortnite. Damit meine ich nicht, dass ihr eure Freundschaft wegen einem Spiel aufgeben sollt oder gar nicht mehr mit euren Freunden spielen sollt. Auf gar keinen Fall. Es geht nur darum, dass es einfach viel, viel schneller geht, sich zu verbessern, wenn man sich in einem Kreis aufhält von Leuten, sprich Bock haben, in Cups sich eine ordentliche Menge an Earnings abzuholen. Oder halt einfach extrem Lust haben auf eine sehr hohe Punktzahl in Arena. Ihr müsst wissen, was euer Ziel in Fortnite ist. Wenn ihr gar keine Ahnung habt, wie ihr solche Leute findet, dann ist es eigentlich ziemlich einfach, egal was, auf was für Social Media. Am besten empfehle ich Twitter oder Instagram oder vielleicht auch Discord. Joint einfach vielleicht dem ein oder anderen kleinen Clan und da lernt ihr auf alle Fälle Leute kennen, die schon mal Bock haben, Cups zu spielen. Da werdet ihr auf alle Fälle schon jemanden finden, der vielleicht auch mit euch mal einen Duo-Cup oder einen Trio-Cup spielen wird. Der nächste Tipp, den ich für euch habe, für den einen vielleicht mehr, für den anderen vielleicht weniger, ist es nicht mehr so oft in Fortnite zu ragen, auch wenn euch die größte Dummheit passiert, wo ihr sagt, ey, ich kann da gar nichts für und ich bin trotzdem gestorben. Tilten bringt überhaupt nichts. Das sorgt eigentlich nur dafür, dass ihr die nächsten Runden schlechter spielt und es hilft eigentlich nur dem Gegenteil von dem, was ihr eigentlich haben wollt. Ich persönlich bin jetzt nicht so jemand, der extrem raged, aber es reicht trotzdem dafür, euch sagen zu können, dass es wirklich nichts bringt. Es hilft viel, viel mehr zu wissen, okay, yo, ich befinde mich gerade auf dieser Punktzahl, ich habe so und so viele Runden, jetzt konzentriere ich mich für die nächste Runde, wenn wir jetzt über Cups sprechen, ihr merkt es ja selbst. Als wenn ich jetzt sage, ach scheiße, ich habe nur noch so viele Runden, ich habe so viele Punkte, kacke, ich muss in der nächsten Runde mindestens so viele Punkte haben, damit ich noch unter die Top Pipapo komme. Ja, jetzt werden schon wieder alle was Lustiges zu Pipapo in die Kommentare schreiben.
Merkt euch diesen Punkt, bleibt fokussiert im Turnier oder in der Arena oder was auch immer. Und wenn ihr gerade zu überfordert seid mit der Leistung, dann macht eine kurze Pause. Während eines Cups ist so etwas vielleicht etwas schwieriger umzusetzen, aber wenn ihr Arena spielt, nach einer 5-Minuten Pause geht es schon eurer Mentality viel besser. Jetzt ein Punkt, der ist wirklich für jeden einzelnen Spieler anwendbar. Für jeden einzelnen. Und zwar ist es nämlich leider der Fakt, dass Fortnite ein Spiel ist. Was heißt leider? Eigentlich ist es auch ziemlich cool, aber es bringt natürlich auch Nachteile mit sich. Und zwar, dass es ein Spiel ist, welches dauerhaft im Wandel ist. Sprich, jede Woche kommt irgendwo, auch wenn es nur ein kleines Update ist, es kommt raus. Und auch nach jeder Season verändert sich das Spiel eigentlich wirklich fast komplett. Allein schon, weil neue Waffen rauskommen oder halt alte Waffen wieder reinkommen und die, die in der letzten Season da waren, rausgenommen werden. Das ist halt nun mal ein Spiel, welches sich die ganze Zeit verändert. Und ich rede nicht nur von irgendwelchen Ingame-Features, sondern auch tatsächlich von der Spielstil-Meta. Spieler entdecken extrem verschiedene Strategien, extrem viele neue Strategien, die man halt vielleicht auch mal nochmal verinnerlichen muss, um dagegen ankämpfen zu können. Vielleicht auch sich immer mal durchzulesen am Anfang eines Updates, was denn wirklich neu im Fortnite ist, oder sich vielleicht einfach YouTuber anzugucken, die diesbezüglich News raushauen. Ich persönlich bekomme meine E-Mail, weil ich Creator bin, aber ich mache es auch ganz oft so, dass ich einfach nur auf die Epic Games Seite gehe und mir einfach durchlese, was für Updates es gab. Jetzt nochmal als Abrundung, um das Ganze abzuschließen, ist es sehr wichtig, dass man sich nicht auf seinem Können ausruht. Es wird, wie gesagt, immer wieder neue Sachen geben, es wird immer wieder neue Spieler geben, die on top stehen. Ihr werdet jedes Mal ein neues Team haben, sprich ein Duo oder ein Trio. Es wird auch vielleicht mal in Zukunft wieder eine neue Map geben. Es bringt nicht mal was, 2 Wochen Fortnite-Pause zu machen, denn in 2 Wochen kann viel passieren. Und in 2 Wochen, das ist mir passiert, während ich mein Abitur geschrieben habe. Ich habe insgesamt, glaube ich, 3 Monate Fortnite etwas mehr vernachlässigt. Und ich habe so einen immensen Wandel gemerkt. Das war nicht mehr lustig. Ich bin schnell wieder reingekommen, aber das hat natürlich auch Zeit gekostet und man kommt wieder rein. Aber man verpasst schon vieles, wenn man eine Zeit lang nicht spielt. Und Leute, das ist natürlich jetzt ein Tipp für die Leute, die wirklich dranbleiben wollen, die wirklich was erreichen wollen in dem Spiel. Also klar, für Leute, die jetzt ab und zu nur spielen wollen und sich nicht wirklich extrem in Fortnite verbessern wollen, sodass sie halt jetzt auch Earnings in Cups holen, ist es natürlich jetzt ein Tipp, der für die jetzt vielleicht nicht so relevant ist natürlich. Ja, das soll es dann an der Stelle mit dem Video gewesen sein. Ich hoffe, euch haben die Tipps weitergeholfen und es würde mich sehr, sehr supporten, falls euch das Video gefallen hat und meinen Kanal feiert, mich persönlich dann auch noch im Itemshop zu supporten. Und zwar AlviVB könnt ihr da eintragen, einfach kurz annehmen, das nächste Mal, dass ihr Fortnite startet und dann könnt ihr direkt losspielen. Lasst ein Like da, damit der Kanal schneller wächst. Schreibt in die Kommentare, was als nächstes kommen soll. Ich wünsche euch ein gutes Training in Fortnite und viel Glück bei den Cups. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, ciao. I want control, you want control. I wanna take you where you wanna go. All in my mind and you got my soul. Girl, you're so fine and everyone knows. And you gotta glow, I gotta go. I gotta show you how to be treated like you made of gold. I'll take you higher like I made a toast. So it doesn't fall down like...